Hallo und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Heute haben wir zu Anfang auch direkt was vor, denn ich bin hier beim F-Stern, da ist auch ja moderat was geboten. Zwei Wasserwälder gibt's, die habe ich schon gescannt. Und dann gibt es noch diesen Mond hier. Der hat eine Stickstoffatmosphäre und ihr wisst, was das bedeutet. Das bedeutet Bacterium informem. Sehr wahrscheinlich. Also, hast du nichts anderes erlebt bei Stickstoff mit genau einem Biosignal. Oh, eigentlich sollte man auch hier drin bleiben. Um zu gucken, ob ich mich nicht täusche. Na, Bacterium, sehr schön, nur eins. Genau, und die 8, so viel Millionen, die nehme ich doch gerne mit. So, muss nur gucken, dass man schön auf die Tagseite fliehe, aber das passt. Wo fliegt man hin? Ja, hier ist so schöner zusammenhängender Bereich. Aber die findet man ja immer relativ gut. Insofern dürfte es doch keine Probleme geben. Und oh, da ist die Rihanna stolz auf uns, wenn wir wieder zum Carrier zurückkommen. Was mir an Biosignale an. Heieieiei. Da brauchst du extra lang, um das deine ganze Likör und Schnaps zu brennen. Heieieiei. Falls nicht natürlich noch irgendwie ein riesengroßes Unglück passiert, aber ich hoffe mal nicht. Ja, das könnte ja eigentlich nur passieren, wenn man total nicht aufpasse oder ja, total nicht aufpasse. Das ist es dann eigentlich schon. So, hoch am Neutronenstern auflade, oh scheiße, weißer Zwerg. Oder, ach, 10 geht, das passt schon. Ja, da würde ich eh vorher die Carrier holen. Damit wir da auf Nummer sicher sind. Weil und wir haben ja jetzt auch offiziell, naja, offiziell eigentlich noch nicht. Aber wir haben die Sidewinder dabei und die ist ja schön, um auf Hochgeplanete zu landen. Die müsste man auch nur noch, wenn man mal irgendwann in der Bubble sind oder irgendwo, wo es was an Schiffe machen könnte, müsste man die mal wirklich so davor optimieren. Also für eine Explorer-Dings. Explorer-Sidewinder. Oder zumindest eine, die auf B landen kann. Kann sie natürlich auch so, aber ihr wisst, was ich meine. Das müssen wir noch machen. Die hat auch keinen Namen, glaube ich. Doch hat sie, aber der passt dann nicht. Moment, Moment. Nee, das ist Licht. Hallo? Bakterien? Put, put, put. Da hin, oder? Da ist doch irgendwas hell. Ernsthaft? Ah, okay, doch, ja. Bacterium informem, gelb. Erkennt man super auf dem Boden bei den Lichtverhältnissen. Einwandfrei. Ja, da müssen wir die Augen auffallen. Hallo. Ach, irgendwas hat aber nicht gepasst. So. So. Bakterium in Form im Gelb. 8,4 Millionen. Wunderbärchen. Und auf jeden Fall können wir auch ein schönes Bild hin, denke ich, weil Stickstoffatmosphäre, das ist hier immer schön. Eventuell sollte man nicht gegen das Licht fliehen. Das ist vielleicht ein bisschen blöd, aber
Wo ist denn hier, wo ist denn hier nur ein paar Fläche? Ist ja furchtbar. Ja, zumindest eine Art Dünne, oder? Eine recht interessante Landschaft hier. So, und dann, ja, das bietet sich doch für ein Bild an, glaube ich. Ja, schöne Aussicht. So, noch einmal, wo müssen wir dann da jetzt am besten hin? Hier gucken wir. Ist alles nicht so furchtbar schön. Da, guck mal, doch, da ohne Kleid 2, passt. Hey. Sieht auch nicht schlecht aus, diese Richtung. Autsch. Autsch. Das sollte man lassen. Naja, geht noch. Gut, dann sind wir in diesem System auch fertig und können wir gucken, dass die Route gesetzt wird. Oh, nächster Sprung. Da sind wir schon irgendwo. Und zwar ein Herbig. Und 2 O-Sterne. Mhm. Aber da müssen wir erstmal ein gut Stück vom Planet weg. Beziehungsweise vom Mond. Ja, und kann ich euch noch System zeigen. Und zwar, ja, hier F-Stern, da gibt es hier Wasserwelt. Die haben wir schon, das da müssten wir auch haben. Hier noch eine Wasserwelt, die du ist terraformierbar, die hier nicht. Genau, und das ist dieser kleine Planet, wo wir sind. Dieser Mondplanet, dazu habe ich auch schon gescannt und sonst, ja, alles im Rahmen. Karte sieht momentan und oh,
denn hier so viel Neutronensterne? Wir sind fast auf der Null-Ebene. Das ist verwunderlich. Moment. Wirklich, das gibt's ja nicht. Wow. Schwarzes Loch. So, Karte. Guck mal, der Bereich ist schon gut leer. Da würde ich sagen, dann können wir noch hier hin. Dann könnte man wieder nach oben oder mir fliehe darüber. Wir können da aber nochmal die Sache abgeben. Keine Ahnung, wie wir vorgehen. Also erstmal mit einer Ecke hier, Leerräume, wo wir gerade sind. Und dann gucken wir weiter. Da meldet sich wieder jemand. Meine Co-Pilotin. Die offenbar wieder keinen Bock hat, Co-Pilotin zu sein. Wir haben doch vorhin erst geschmust, bevor ich aufgenommen habe. Unglaublich. Unglaublich. Das System ist schon entdeckt. Wahrscheinlich unser Happy Rocker. Ich mal vorstelle. Genau, jetzt juckt dich mal da an, lass das Herrchen noch das System hier scannen. Okay, seltsam. Gut, wer war hier schon? Ja, der Happy Rocker. Da haben wir hier nur Titauri, wie groß ist er? 36er Nummer. O-Stern. Ja, den war er auch. Oder beziehungsweise hat es gescannt. Nicht gut. Nicht gut. So, dann wollte man noch hier hin. Ein O-Stern. Naja, vier Sprünge. Dann würde ich sagen, muss ich jetzt erstmal gucken, was die Mieze hier will. Die macht mich nervös, wenn sie hier so hockt. Das ist unglaublich. Genau, würde ich sagen, geht gleich weiter. So, da sind wir wieder. Können auch direkt weiterfliegen. Die Mieze. Heute Hunger gerade, da hat sie was zu essen gekriegt. Das war dann nicht gut. Dann ist er zur Haustür, hat gefaucht und ist raus. Aber alles gut, das macht sie. Das ist so ihr Eigenheit. Oder wenn es generell regnet und sie hinaus muss, auch nicht raus will, da wird vorher gefaucht. Und wenn es Essen nicht schmeckt, dann muss man auch vorher sehr schon unten rausgehen. Wenn man dann wieder rinkommt, dann geht es meistens. Das sind so die Launen, bzw. die Rituale. Naja, ich kenne sie jo. So, Moment, Tank ist noch okay. Ja, hier haben wir ein paar Dinge zum Scannen. Oder zuerst mal mit dem VSS zu scannen. Das war schon der B-Stern, okay. So, nun. Hallo? Gucken wir mal, ob der Gasriese irgendwo ist da hinne. Da. Ja.
Ach, AB ist das. Ich habe schon gedacht, was hatten hier so viele Monde? Das ist einfach nur die Gruppe von Sterne, die hier. Also Gruppe von Planeten, die hier beide Sterne umkreisen. So. Extrabus, jemand? Offenbar. Offenbar, ja, der will Extrawurst. Froh nicht wie. So, was haben wir dann? Wir gucken mal. Programmzeit, nichts Wichtiges an. Wie viel Dioxid? 0. Wir gucken trotzdem mal drüber. Kohlendioxid und 4. Da will ich nicht unbedingt hin. Nee, da geht's weiter. Okay, hier können wir direkt weiter, auch gut. Aber eventuell noch ein bisschen Sprit am während dem Vorbeiflug mitnehmen. Ja, passt. Super, vollgetankt. Super. Von einem B-Stern zu einem M-Stern ist hier alles wieder dabei irgendwie. Was haben wir dann hier? Da ist noch ein brauner Zwerg dabei. System Scan complete. Okay. Jo. Nur gut. Nur gut. Darf er. Na, Uftange wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber. Passt. Oh, da sind wir schon. Es ging schnell. Okay, gut. Das war ja auch nur Sterne mit. Okay, der nur 27, aber die andere wurde dann nichts an zusätzliche Objekte. Naja. Okay, zumindest der O-Stern ist für uns. Das ist schon mal gut. Ja, ist auch sonst nichts. Und zwar O-Stern, ja, 98 Sonnenradie. Nun gut. Da wollte man nicht so Sinn. Nehmen wir mal. Und? Hat das gesehen? Kommodor. Ein blauer Überriese. Haben wir noch nicht. Aber gleich. Ich wollte vorhin schon sagen, komm, wir gucken mal noch auf die Karte, ob man irgendwas finde. Und ja, Hammer. Hammer gefunden. Wunderbar. Okay, der war jetzt auch nett zu übersehen. Ah, das ist gerade gut. Das sind so die richtige für mich, die ich nicht übersehen kann. Werden die erlaubt, so warm zu werden? Hallo? Aufhören? So, okay, gut.
Ja, da war der O-Stern wieder größer als gedacht. Hier ist nichts critical. 9 Objekte. Na dann. Na, okay, da müssen wir vorbei. So, viele Höllenwälde. Ja, viele sogar. Ohne Atmosphäre, mit Atmosphäre. Mit viel Atmosphäre, mit wenig. Aber alles gut weit entfernt. Naja, da müssen wir jetzt wohl nett hin. So, schöne Sache. Moment. Das passt doch aber nicht. So. Dann müssten wir dahin. Ja, das bietet sich gerade an. B-Stern. Aber lass uns mal noch schnell gucken, ob da irgendwas auf dem Weg ist bei den 4 Sprüngen. Das ist vielleicht ein bisschen viel. Und? Nee. Das waren normale B-Sterne. Guck mal. Das ist auch wieder B3. Ja, okay. Die kriege ich manchmal immer wieder. Naja, besser immer zu viel geguckt als immer zu wenig. Hier ist auch wieder einer. Yep. Ja, gut, dann können wir zumindest mal weiterspringen. Ich würde sagen, den Endsprung, den können wir noch machen. Dann schauen wir uns mal um, was in dem System ist. Sechs Objekte, das ist noch sehr okay. Stickstoffatmosphäre bei Nummer 2 und die Nummer 1 ist terraformierbar.
Das ist keine Frage, dass wir uns die, also dass ich mir die, dass ich die mitnehme. Und Anna, der weigert sich hier. Der will extra Wurst, wie es scheint. Ja. Okay. So, lass uns mal gucken. Wir haben hier. Na komm. Kohlendioxid, der ist terraformierbar. Sonst nichts. Hier haben wir Stickstoff 1. Könnte wieder Bakterium in Form im Sinn. Aber das Dismo. Oh, okay. Eine hochmetallhaltige Welt und keine Eiswelt. Da bin ich mir nicht sicher, ob es in Form im ist. Naja, gucke ich mal an. Und hier Neonreich mit nichts. Nun gut. Dann würde ich sagen, ich habe jetzt noch ein bisschen was zu tun. Für heute sind wir aber durch. Wünsche ich euch noch einen schönen Restfeiertag, falls ihr heute einen habt. Und das Wochenende ist nicht mehr weit. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.